Schauen wir mal, was wir machen können heute. Eine Menge auf jeden Fall. Einkaufstour, das klingt auch gut. Fangen wir mal mit was Leichtem an. Sie hatten wir noch gar nicht mit. Achso, diese kommt auch mit. Können wir noch mitnehmen. Irgendwer, der vielleicht nicht verletzt ist. Sie vielleicht. Hatten wir sie schon mal mit? Ich glaube nicht, ne? Und nehmen uns einfach auch nochmal mit. Nein, ich wollte das mitnehmen, ich wollte es nicht verwerten. Ah. Ach so, ich muss das erst rausnehmen. Okay. Tolles Spiel, sag mir das noch vorher. So, den medizinischen Nanobot wollte ich mitnehmen. Zack. Ja, so. Mal schauen, was die beiden so können. Bin immer gespannt. Ach, das war das wieder mit den Kisten, ja. Schafft die Vorräte, bevor die Hydra-Lastwagen davon fährt. Die Hydra-Truppen in dieser Gegend machen Ärger. Schalten wir sie aus. Das hatten wir doch schon mal. Ja. Es wird schon langweilig für die Spieler. Magic kann mit ihrer Fähigkeit Limbo-Portal ein Portal an einer beliebigen Stelle auf der Karte platzieren. Danach stößt die nächste Fähigkeit von Magic mit dem Effekt zurückwerfen den Gegner durch das Portal. Anschließend wird das Portal geschlossen und von der Karte entfernt. Mit ihrem unberechenbaren Stab des einen kann Nico ihren Fähigkeiten zufällige Effekte verleihen. Diese Effekte werden beim Ziehen oder Fähigkeitskarte festgelegt und durch das Schlüsselwort Roulette angezeigt. Aber wir werden sehen. Schnell zu den Trucks! Hol die Artefakte, bevor sie abfahren! Dann hauen wir mal so! Zählt aber nicht für den hier? Na gut. Gehen wir mal auf den. Zurückwerfen geht für die wahrscheinlich wieder nicht. Zukommt, oder? Geht das? Ja, ist leider nicht drin. Können wir uns dahinter stellen? Können wir auch das hier mal nehmen? Zack. Das wird bestimmt gut. Sehr schön. Limbo-Portal können wir ja auch mal machen. Für ihn. Ne? Den können wir dann mal zurückwerfen. Oh. Geht's doch bei ihm? Du würdest dich blind für Lilith opfern? Du bist törichter, genau. Als du aussiehst. Ob das was gebracht hat gerade. Kraftvolles zurückwerfen. Das hast du dir verdient. Bam. Sehr schön. Lilith hat dich zum Sterben hergeschickt. Ich hoffe, du bist darauf vorbereitet. Ich brauche wieder Heldenmut, ne? Zwei Stück. Schade, können wir nicht mehr machen. Ah, okay. Wir können uns noch irgendwo anders hinstellen, aber ich denke mal, das passt erstmal. Wir werden nicht scheitern! Oh, widerstanden. Sehr schön. Das ist nicht so gut. Wo finden die diese Kerle nur immer wieder? Er stellt sich einfach direkt ins Portal, das ist auch schön. So, was haben wir hier? Zurückwerfen. Gleich los. Es ist nicht mehr viel Zeit. Ich brauche mal was anderes außer zurückwerfen. Geht für den Bastard da schon wieder nicht. Wir sollten an die Kiste rankommen. Persönlich konnte mich nicht besiegen. Wieso denkst du, du würdest dich besser schlagen?
Ziehe eine Heldentatkarte, ändere die Kosten aller Heldentatkarten auf deine Hand bis zum Ende des Zugs auf 0. Ich hab keine Ahnung, was das macht. Oh nice, das können wir auf den werfen, das ist gerade so drin. Zack. Nice, dein Schild ist weg. So. Ach, Vorrede können wir direkt bergen. Nice. Dann ran da. Nein, solche Credits. Okay. Das ist ja jetzt nicht so besonders. Ansonsten können wir uns mal genau da hinstellen. Zack. Weg mit dir. Für einen Schlag, ey. Warte nur, bis ich dran bin. Okay, bis im Radius müssen wir wieder aufpassen. Wir haben noch mal Vorräte bergen. Oder kommen wir. Oder? Jetzt kommen wir da plötzlich ran. Vorher ging das nicht. Na, okay. Eine Blaupause. Okay. So, deine Vorratskiste geborgen, besiege die verbleibenden Gegner. Ja, okay. Die Artefakte sind in Sicherheit. Aber warum hast du Hydra nicht auch gleich noch eine Lektion erteilt? Yay, hey, Levelaufstieg. Allmählich erinnere cool. ich mich an alles. So, hier. Todesschwarm. Guck mal, was das ist. Ein Todesschwarm. Im wahrsten Sinne des Wortes. Okay, ich glaube, mehr können wir gerade nicht mehr machen. Nein. Oh shit, ich hätte sie vielleicht. Ah, sie stand nicht drin, oder? Widerstanden, okay, Gott sei Dank. Darauf habe ich nicht mehr geachtet. Stand da ja noch drin. Es ist schön, den Limbo gelegentlich zu verlassen. Eine Betäubung an. Wird allen Helden plus 3 Offensive. Verfluchen. Und wir verfluchen dich mal. Und weg ist er. Nee, er ist nur betäubt. Naja, er ist eh fast down. Einen mächtigen. Nehmen wir das hier noch. Blutmagie. Wende zweimal Konter auf oder einen Verbündeten an. Ah ja, kraftvolles Zurückwerfen haben wir noch. Moment, dafür stelle ich mich mal hier so hin. Kriegen wir den hinteren auch. Obwohl, ja stimmt, ist ja eh in so einem Radius, ich hätte mich gar nicht bewegen müssen. Sogar für Hydra. So, mit dir können wir leider noch nichts machen. Der Feind hat die Oberhand! Jetzt steckst du in Schwierigkeiten! Meine Zeit zu glänzen! So, oh, endlich. Erschaffe ein Portal. Okay. Nehmen wir mal das hier. Nice. Wir haben es geschafft. Hervorragende Arbeit. Dieses Portal versteht zwar noch nicht so ganz, aber. Nein, geschafft. 2 Sterne. Cool. Keiner gestorben. Und wieder mal ein unglaublich hässliches Comic.
So, sprich mit Ghost Rider. Hast du kurz Zeit? Ja. Was geht? Hey Hunter, Parker und ich haben uns was ausgedacht und finden, du solltest mitmachen. Oh, weißt du, falls du Zeit hast. Ich müsste erst mal wissen, was. Ich habe noch nicht zugesagt. Es ist technisch. Darum geht's. Zuerst zeigen wir dir die Werkstatt und... ups. Fast hätte ich die Überraschung verdorben. Weißt du was? Komm einfach kurz mit. Ich verspreche, es ist keine Zeitverschwendung. Ich brauche einen Moment. Ich muss erst mal gucken, ob heute die Party ist oder ob wir heute wieder unser Emo-Club-Treffen haben. Was, das ich vorher regeln muss. Ja, kein Problem. Ich warte hier, bis du soweit bist. Das muss ich vorher noch mal kurz nachgucken. Kannst du mir helfen? Superlink. Nee, ich glaube, heute findet das nicht statt. Okay. Dann könnten wir eigentlich tendenziell mit dir los. Also, willst du sehen, woran Parker und ich arbeiten? Jo. Nur zu. Ich kann es kaum erwarten. Ah, stimmt, hier waren wir schon mal. Du hast es geschafft! Sag ich doch. Willst du es uns erzählen oder soll ich? Ich mach das. Na, erzähl mal. Willkommen in der Werkstatt. Was ist das hier? Für mich ist es ein Stück Heimat in der Fremde. Was machst du hier so? Warum heißt es Werkstatt? Warum hier und nicht in der Schmiede? Ziemlich beeindruckend. Wozu ist das alles gut? Für alles Mögliche. Ich arbeite am Hellride und Parker bastelt an seinen Netzgadgets. Und währenddessen brainstormen wir Ideen, woran wir gemeinsam arbeiten könnten. Ziemlich vielseitige Werkstatt. Das ist das Tolle. Sie kann für jeden etwas anderes sein. Wir sind beide sehr gespannt, was sie für dich sein wird. Wahrscheinlich eine Werkstatt. Warum hier und nicht in der Schmiede? Es muss einen Grund geben, warum ihr das nicht in der Schmiede macht. Zwei Gründe. Tony Stark und Dr. Strange. Wir wollten mehr gute Vibes und weniger Gezanke. Damit wir uns auf ein Projekt konzentrieren können, ohne dass uns die klügsten Männer der Welt sagen, wie es besser geht. In der Werkstatt löst man seine Probleme selber. Verständlich. Letzte Frage, warum bin ich hier? Okay, ich verstehe, was ihr hier macht, aber warum ladet ihr mich ein? Caretaker hat immer gesagt, du arbeitest gern mit deinen Händen. Du hast Dinge gebaut, was geschaffen. Deswegen wollen wir mit dir Dinge bauen, dir bei der Arbeit helfen. Das gefällt mir. Ihr zwei seid so aufmerksam. Wo fange ich an? Wo du willst. Parker kann dir kurz unser aktuelles Projekt erklären. Und danach schließen wir die Werkstatt. Na gut. Okay. Da haben wir was gerade weggedrückt. Ziemlich gut, nicht? Es gibt nicht genug für eine große Demo, aber ich zeige dir unser erstes Projekt. Ich habe noch keinen Namen dafür, aber falls du Venom wieder begegnest, könnte dir das helfen. Mhm. Als wir gegen Eddie kämpften, reagierte der Symbiont heftig auf unsere Gegenwart. Er merkte etwas an dir und war angespannt. Unser Projekt nutzt das aus. Wahrscheinlich, weil ich Schokolade in der Tasche habe. Interessant. Dein Projekt. Was genau macht es? Der erste Prototyp dämpft unsere Präsenz in Gegenwart des Symbionten. Eddie bemerkt uns nicht so leicht. Mhm. Also ein Symbiontendämpfer? Ha, jetzt schon. Der andere Prototyp hilft dir, wenn du dich in Eddies Tentakeln verhedderst. Er feuert einen Infraschallimpuls ab. Danach kämpfst du dich frei und erwischst ihn mit einem Konter. Das ist nice. Wie deine Kommentare, die ihn ablenken? Robbie und ich sollten dich alle Projekte benennen lassen. Dann müssen wir es für deinen Anzug verkleinern. Aber das dürfte schnell fertig sein. Ich freue mich, dabei zu sein. Du kannst mir einen Netzshooter bauen. Dürfte leider nicht mein Ding. Okay. Ich freue mich darauf, ihn in Aktion zu sehen. Ich wusste, dass dir das gefällt. Wir werden so viele krasse Sachen zusammen machen. Oh ja, ich bekomme genug Komponenten für das Projekt zusammen. Aber wenn es mehr gäbe, mehr Optionen. Ich schicke dir eine Liste auf Spark.
Bring nächstes Mal mit, so viel du kannst. Alles klar. Da bin ich immer gespannt. Fähigkeiten. Wähle einen Helden, er ist gegen den nächsten negativen Statuseffekt immun. Das ist cool. Symbiontendämpfer. Gewährt 2 zufälligen Karten auf deiner Hand kostenlos, bis sie gespielt oder abgelegt werden. Ja, finde ich auch nicht schlecht. Ich würde sogar fast das Kostenlose nehmen, wenn wir dafür keine Aktionen dann brauchen. Das Hammerprotokoll. Und? Wie lief's? Besser als gedacht. Krass. Warum haben die sich gerade so random gestretched? Also manchmal ist das ein bisschen seltsam hier. Tja, das ist die Werkstatt. Was sagst du? Es ist okay. So ein Saftler, ne, was für eine Scheiße. Schämt euch einfach. Parker und du, ihr habt euch übertroffen. Dann stell dir mal vor, was wir zu dritt erreichen könnten. Ich gebe dir Bescheid, wenn wieder Werkunterricht ist. Werkunterricht? Ja, hey. So nennen wir unsere Zeit hier. Sind wir noch in der Schule. Parker, Werkunterricht. Wonach steht dir der Sinn? Nicht nach Werkunterricht, ey. Aber sowas hatten wir damals auch. Wir haben es nur WAT, glaube ich, genannt. Wirtschaft, Arbeit, Technik oder irgendwie sowas. Wo wir auch irgendwelche Sachen gebastelt haben und ständig irgendwelche, wie hat man die genannt, Fuchsschwanzsägen oder so auseinandergebrochen und kaputt gegangen sind. Das war toll. Und unsere tolle Lehrerin, also wir hatten zwei Lehrer damals. Die eine Lehrerin hat so extrem nach Kaffee gestunken. Und der andere hat geschwitzt wie Sau. Und hatte sein Hemd immer so halb offen, wo sein ganzer Brustwuchs herausquoll. Das war beides nicht schön. ja. Aber mit Peter und Robbie haben wir so wie immer ein bisschen besser hier. Okay, cool. Jetzt haben wir auch eine Werkstatt. Gefällt mir. Nice, dass wir direkt zurück teleportiert werden. Das ist cool. Spart mir Zeit. Alle an der Bar. Yay, wir sind nicht gestorben. Ja, stimmt. High five. Wir haben richtig vielen Hydra-Agenten innere Blutungen verpasst. Und das ist mir völlig egal. So, was will mir meine Karte schon wieder zeigen? Agatha hat schon wieder irgendwas für mich. Ah, die war hier drin. Was geht, Big Age? Hat Neues herausgefunden. Ich weiß, ich habe in letzter Zeit viel von dir verlangt. Vor allem, wenn es um diese kleinen Ausflüge geht. Doch du könntest noch eines tun, um eine alte Hexe glücklich zu machen. Wenn es nicht so schön wäre, dich wiederzusehen, könnte ich meinen, du nutzt mich aus. Ach, Hunter, du bist wirklich ein Produkt deiner Umwelt. Sarah und ich können froh sein, dass du nicht noch zynischer geworden bist. Außerdem könnte das interessant sein. Jetzt, da der Altar intakt ist, werden wir meinen Kessel neu entfachen. Wie interessant könnte das schon sein? In deinem Kessel blubberte damals immer irgendein Gebräu. Und wie, glaubst du, war das möglich? Wir sprechen hier nicht über irgendeine Flamme. Vielleicht hast du die Geschichte vom Dämon gehört, der die Schmiede anheizt? Ein feuerspeiender Dämon, der so heiß brennt wie die Flammen der Hölle selbst. Zum Glück brauche ich nur ein einziges glühendes Kohlestück. Ich weiß schon, worauf das hinausläuft. Wie finde ich es? Ich habe dieses Gefäß verzaubert, um dich vor der Hitze der Glut zu schützen. Du solltest nah genug herankommen, um es zu holen, wenn du durch einen der alten Stollen unter der Schmiede gehst. Mhm. Ich kenne die Tunnel. Sie waren vor der Abtei hier. Überrascht mich nicht. Du warst immer sehr neugierig. Der Tunnel führt vielleicht tief genug ins Herz der Schmiede, um ein glühendes Kohlestück zu beschaffen. Okay. Finde den Tunnel. Ja, mitten in der Nacht habe ich ja sonst nichts zu tun, als in irgendwelche gruseligen Tunnel reinzugehen. Wir hatten auch... Ja, stimmt, wir hatten ja den Brunnen hier drüben, ist der gemeint.
Ding hier? Das muss der Tunnel sein, von dem Agatha gesprochen hat. Hier war das Feuer. Stimmt, hier waren wir schon. Das muss Glut aus der Schmiede sein. Ja, perfekt. Packen wir einfach so in unsere Hosentasche. Ich habe die Glut. Die Flasche ist nicht einmal warm. Wenn es überhaupt Wärme abstrahlen würde, wäre ich angesichts der Verzauberung des Gefäßes besorgt. Mal sehen, ob das alte Mädchen noch funktioniert. Ich kann den Kessel also benutzen, um Dinge zu brauen? Ganz genau. Wenn du auf dem Abteigelände Reagenzien sammelst, wirst du überrascht sein, was wir damit anstellen können. Und ich gebe die Zutaten einfach hinein. Ist das nicht gefährlich? Das ist Teil des Vergnügens. Und ich sehe, du hast bereits ein Rezeptbuch gefunden. Ich bezweifle, dass du es schwer haben wirst, es zu befolgen. Gerade das Kessel kann Gegenstände, Ressourcen und sogar kosmetische Belohnungen für Hunter herstellen. Interessant. Auf dem Abteilgelände sammelst du die hierfür verschiedene Rezepte benötigende Reagenzien ein. Finde Rezeptbücher, um neue Rezepte freizuschalten. Gardas Handschrift ist fast nicht zu entziffern und die leichte Bewegung der Buchstaben hilft auch nicht. Aufzeichnung von Damon Hillstrom. Meine Untersuchung lässt mich glauben, dass es die Blood schon seit Ewigkeiten gibt und dass sie darauf aus sind, die Ausgeburten von K'tung und allen anderen böswilligen Manifestationen, die sie als potenzielle Gefahr betrachten, auszulöschen. Ich werde noch tiefer in ihrer schleierhaften Vergangenheit graben. Hier in Old Salem gibt es noch einiges zu erkunden. Heilsalbe. Weil ein Helden regeneriert 33% der maximalen Gesundheit. Das ist cool. Nehmen wir mit. Ach, wunderbar, Liebes. Du bist ein Naturtalent. Weil ein Helden und erhalte einmal Stärkung, einmal verwundbar. Das war professionell gemacht, Hunter. Dann noch Eiseneiche, Talisman. Er hält Blocken für jeden Gegner, der ihn anvisiert. Ah. Und eine Heilsalbe können wir nochmal machen. Von jemandem mit deinen Fähigkeiten habe ich nichts Geringeres erwartet. Gewöhnliches Geschenk. Ah, stimmt, wir können ja Leuten auch Geschenke machen mit Schwefel, gelber Porling und Zaubernuss. Was kommt denn da bitte raus? Davon könnte ich auch ein Schädel. Ja, wir können wirklich die schönsten Geschenke verschenken. Okay. Wem wollen wir denn Schädel schenken? Können wir das gerade machen? Nee, warte da. Wen haben wir denn häufiger mal mit dabei? Mir flattern immer noch ein bisschen die Nerven. Bisher tauschen wir die ja häufig aus. Blade hatten wir schon häufiger mit dabei. Wo ist der überhaupt hier am Zocken? Hier, ich möchte dir einen Schädel. Es kann nicht schaden, uns gegen Hydras Schaden aufzuwärmen. Kann dir nichts schenken. Quasi ein Endl. Kein Hydra-Agent legt sich mehr als einmal mit uns an. Vielleicht geht das auch nur zu bestimmten Zeiten wieder. Okay, sonst. Gut, wir könnten wieder rausgehen und irgendwelche Dinge sammeln, aber. Oh, wir können auch einfach ins Bett gehen. Wo ist denn mein Hundi? Ach, hier. Was machst du da, Charlie? Okay, Punkte kriegen wir aber wirklich nur einmal am Tag fürs Streichen. Und Bieder hat uns geschrieben. Gott, wir haben eine Menge Nachrichten.
Yo, Hunter, passe ich zu euch? Ich glaube schon, fühlt sich definitiv so an, wenn ich in deiner Nähe bin. Ich sag ja, Dating Simulator, wir verbringen nicht genug Zeit miteinander, lass uns das ändern. Hast du einen Moment? Siehste? Ich sag ja, Dating. Ja, ich habe gerade Zeit. Es geht das Gerücht, dass die Abtei gerade eine Lieferung Bio-Limo bekommen hat. Mhm. Ich dachte, wir könnten vielleicht ein paar zusammen kippen. So wie die Cop-Partner in diesen Buddy-Action-Filmen. Peter, es ist 9 Uhr morgens. Was ist los mit dir? Wir sollten anstoßen. Ich höre dir gerne Filme an. Du musst genauso viel Kino konsumieren wie Nico. Eigentlich nicht. Nico ist super und so, aber die guckt alles. Und ich meine alles. Und zwingt einen mitzugucken. Und dein Geschmack ist erlesener? Ich gucke nur die Klassiker. Hab ich von Tante May. Verstehe. Also, welche Limo-Sorte kann ich dir mitbringen? Es gibt mehr als eine Sorte? Oh yeah! Da wäre Thor's Durst, Black Widow Blubber, Loki Limette, Nuklear Nektarine. Nuklear was? Weißt du was? Entspann dich einfach und ich such dir eine aus. Partner. Okay. Freundschafts-EP, nice. Wir sind auf 1. Cool. Das ist schon wieder so ein bisschen weird, aber lustig. So, wir hatten uns noch geschrieben. Nico. Hey Hunter, Ruby hat Magics Geschenk erledigt. Als nächstes solltest du Blade fragen. Wir dürfen die Deko nicht zu früh aufhängen, sonst hat Magic sie. Aber er ist schnell, er kann sie vorbereiten, während ich sie vom Gemeinschaftsraum fernhalte. Okay, ich rede mit Blade. Oh, den Rest haben wir, glaube ich, noch. Gut, Forschung. Mystische Heilung. So, sprich mit Blade, Heldenmission und wieder zur Schmiede. Okay. Sind die heute nicht bei mir? Es regnet heute. Ich glaube, Regen. Hatten wir Regen schon? Aber ich glaube schon, ne? Whoop. Mein Freund ist entkitzelt. Hey, ich hätte da eine Bitte. Magic schaut nachdenklich, als du dich ihr näherst. Ich glaube nicht, dass ich mich anders gefühlt habe, bevor all diese neuen Leute aufgetaucht sind. Jetzt merke ich, wie manche mich ansehen, als ob ich unheimlich wäre oder seltsam. Magic, falls jemand was sagt, zeige ich demjenigen mal, was unheimlich wirken bedeutet. Ich habe nichts dergleichen gehört, vergiss es und komm mit mir trainieren. 12 Angriffsdezent, die können wir gebrauchen. Nur damit wir auch Freundschafts-EP bekommen. So, wir können wieder jemanden zur Zuflucht einladen. Wo ist denn Blade gerade? Aufgepasst, Hunter. Mach doch. Siege alle Gegner in einem Gebiet mit Provozieren. Er hatte einen Konter. Hätten wir ein paar Spinary, du hältst zweimal Resistenz. Okay. Aber damit sind wir durch. Das ist auch ein wunderschönes... Also, die Comic-Cover gefallen mir am besten von dem Spiel. Was ist das denn? Oh Mann. So, dann kannst du direkt zu S.H.I.E.L.D. gehen. Viel Spaß. Du machst das schon. Ich glaube, das kriege ich hin. Das sollte für... Jo. Bis dann. Du hast dann erstmal zu tun. Da haben wir nichts Neues. Clara hat irgendwas gepostet. Neue Regel, kein Essen im War Room. Okay. Okay. Ich glaube kaum, dass mir das jemand antut. Was denn? Jemand hat meine Rahmen gegessen, ey. Ich hatte sogar das perfekte Ei dafür gemacht. Es war so schön, dass mir die Tränen gekommen sind. Ein veganes Ei? Ja, so köstlich. Ich helfe dir mehr zu machen. Der Verantwortliche wird dafür bezahlen. Wer denkst du, war es? Irgendeine Ahnung, wer es ist? Alle hier sind verdächtig. Ich habe sie 2 Sekunden allein gelassen und puff! Ich versichere dir, ich war es nicht. Vielleicht mein Hund. Ich weiß. Nach dem Chiliöl, das da drin war, würdest du in Flammen stehen.
Hör zu, es macht mir nichts aus, meine Rahmenliebe mit anderen zu teilen. Hey, ich mache gern jedem welche, der mich darum bittet. Aber von mir zu stehlen, nachdem ich mich abgerackert habe, eine Schale zu kochen? Oh, nur ein Monster würde das tun. Ich verstehe. Ich hoffe, du findest heraus, wer es war. Oh, das werde ich. Ich muss nur dem Geräusch nach, wie jemand sich die Seele aus dem Leib hustet. Dieses Chiliöl ist dämonisch. Okay. Oh, Kompliment, Mann. Stimmt, wir können ja Komplimente wieder machen. Weiß nicht, ob das nur alle paar Tage geht. Ich hab's nicht gesehen, aber wenn wir schon mal dabei sind, hier. Ich habe noch nie jemanden gesehen, der so wendig ist wie du. Versuchst du, mein Ego aufzublasen? Es hat funktioniert. Ja, ich glaube, es ist bei Peter Parker, aber reicht einfach. Komm, und dich laden wir zur Zuflucht ein. Die verlassene Lehre. Komm, das passt doch. Passt du den? Hey, was ich fragen der wollte, Lehre ihrer Rahmen. Das Essen muss komplett anders sein. Jetzt ist alles abgepackt und so. Fehlen dir da Sachen von vor 300 Jahren? Nein, als Hunter habe ich gejagt. Nicht wirklich, ich kann alles kochen. Ja, ich vermisse Agathas Kochkunst. Agatha hat immer Kürbiseintopf gemacht. Den Geschmack vergesse ich nie. Mit einer Prise Zimt? Oh, den habe ich geliebt. Vielleicht hat sie das Rezept aufgeschrieben. Oh, jetzt kriege ich Hunger. Machen wir Schluss und plündern die Küche, bevor Dr. Strange seine ominösen Reste aufwärmt. Okay. Oh, guck mal hier, ich habe noch einen Schädel für dich. Wiederholen wir das, ja? Befreut sich nicht über einen Schädel. Oh Mann. So, gehen wir einmal zur Schmiede runter. Wie vibriert es aber doch? Ah ja, der Kampfgegenstand, ja, sehr schön. Der alte Doppelpass. Kannst du direkt als nächstes machen. So, Gamma Helix Zeug. Let's go. Bitte sehr, Hunter. Ich stelle beim Verbündeten die volle Gesundheit wieder her. Aber wir erleiden 28 Schaden, das ist ja toll. Ändere die Kosten aller Heldenkarten auf seiner Hand bis zum Ende. Volles zurückwerfen. Ja, ich nehme das mit der Blutmagie. Ah, stimmt, wir können ja zwei nehmen. Nehmen wir das vielleicht noch. Du hast mehr Helices gefunden? Immer her damit. Haben wir das? Nee, haben wir nicht. Ich bin hier, falls auf Lügen zu erzählen. So, dann gehen wir nochmal zum Sparring. Dann nehmen wir mal. Hat man noch nicht Iron Man wahrscheinlich? Ich glaube, ich könnte dir noch was beibringen. So, Fähigkeit verbessern. Ben, bereit für die Arbeit? Okay, dafür haben wir nicht genug Skill. Und dafür zu wenig Angriff, okay. So, sprich mit Blade. Wo ist er denn? Der ist draußen. Da unten. Auf ein Wort bitte, Blade. Wegen der Aufgabenverteilung? Ich tausche nämlich nicht. Nein, darum geht es nicht. Gut, alle wissen, dass ich nicht gerne abwasche. Ja, ich glaube. Nico braucht Hilfe bei den Vorbereitungen für Magics Party. Nein, zur Hölle nein. Ich dachte, du würdest Magic nahestehen. Und deswegen mache ich es nicht. Ich habe es Nico gesagt und ich sage es dir. Magic liest das Ende eines Buchs zuerst. Die Frau hasst Überraschungen. Warum mag sie keine Überraschungen? Weißt du, wieso sie keine Überraschungen mag? Braucht sie einen Grund? So ist sie eben. Soll ich sie warnen? Klingt, als würde sie von der Party wissen wollen. Nico wäre sauer, aber Magic würde es zu schätzen wissen.
Deine Entscheidung. Hm, na toll. Wenn du Nico nicht hilfst, wer dann? Könnte noch jemand bei den Vorbereitungen helfen? Außer den Midnight-Suns? Der Parker-Junge hat immer überschüssige Energie. Die kann er hier gut nutzen. Danke, Blade. Wozu? Der Junge nervt. Du tust mir einen Gefallen, wenn du ihn beschäftigst. Okay. Brauchen Halbvampire Sonnencreme? Kannst du die Füllung aus Donuts saugen? Können wir Kräfte tauschen, wenn wir uns beißen? Es hört einfach nie auf. Ja, okay, das ist tatsächlich ein bisschen nervig. Wo ist denn Peter gerade? Bei den Ringen von... Oh, du bist es nur. Der ist auch irgendwo draußen am Kämpfen. Mal wieder. Oder? Ach ja. Ja, hallo. Wir müssen reden. Ja. Ist die Frage, ob wir ihr das erzählen oder nicht. Aber wenn sie Überraschungspartys hassen, ist halt auch kacke, dass wir gerade eine machen. Na komm. Wir müssen uns unterhalten. Genau das brauche ich. Spannung. Dir nach. Nico will eine Überraschungsparty für dich schmeißen. Und warum sagst du mir das? Du hast doch Überraschungen. Ich dachte, du weißt lieber Bescheid. Danke, dass du es mir gesagt hast. Sagte sie, wie viele kommen? Nur die Midnight Suns und Spider-Man. Also nur ein paar. Und jetzt? Was wohl? Ich überlebe die Party. Okay. Das ging erstmal noch ganz gut. Zumindest noch. Nehmen wir mit. Aber hallo. So, kann ich ihm schon wieder ein Kompliment machen. Ich mach dir mal ein Kompliment. Wie du das übernatürliche Feuer beherrschst, ist atemberaubend. Meinst du das ernst? Vielen Dank. Können wir unter vier Augen reden? Willst du mich feuern? Bin ich gefeuert? Nein. Warum fragst du sowas? Ich hatte Panik. Klar. Lass uns reden. Nico braucht Hilfe bei den Vorbereitungen für Magics Party. Wirklich? Sie hat nach mir gefragt? Nicht direkt. Sie hat viel zu tun, also delegiere ich. Klar, ich bin der Neue. Wie kann ich mich einbringen? Sie braucht Hilfe beim Dekorieren des Partyraums. Ich kann Ballons an die Decke kleben, während ich an ihr hänge. Cool. Sehr gut.